Hier habe ich aus aktuellem Anlass, weil bei mir vorhin der Strom ausgefallen ist. Da ist mir das Ding wieder in die Hand gefallen sozusagen und hat mir im wahrsten Sinne des Wortes den Arsch gerettet. Weil wer kennt das nicht? Strom fällt aus, man greift nach der Taschenlampe, man weiß, wo sie liegt und die ist natürlich leer. Ist ja klar, Taschenlampe ist ja immer leer, muss ja sein. Standard. Dann findet man auch keine Batterien. Also habe ich mir damals, wenn ich so ein Fuchs bin, habe ich mir so eine Kurbellampe geholt. Kurbellampe? Kurbellampe? Deswegen Kurbellampe, weil eine Kurbel dran ist. Was heißt, man dreht ein paar Mal im Uhrzeigersinn. Kann man andersrum drehen? Nein, im Uhrzeigersinn. Zack. Dann lädt sich die Batterie da drinne öff. Und schon hat man Licht. Und das Ding ist, wie man sehen kann, ich werde euch das jetzt mal zeigen, wenn das Licht aus ist. Ich werde mal aufstehen. Ja, jetzt sieht man natürlich noch mein Handy. Nö, sieht man nicht in der Kamera. Das ist schon mal gut. Auf jeden Fall haben wir hier die Kurbellampe. Ja, ein bisschen von meinem Handy sieht man. Und dafür, dass ich jetzt vorhin ein paar Mal gedreht habe, jetzt ein paar Mal gedreht habe, sage ich mal, ist es vom Ergebnis her wirklich richtig gut. Und sobald es wieder nachlässt, sieht man ja. So, paar Mal gedreht und man hat wieder die volle Leistung. Und ja, da kann man sich nun wirklich echt nicht beschweren. So, ich mache mal das Licht wieder an. Ich sehe nämlich vorne nichts. Hätte ja auch die Taschenlampe nehmen können, aber die habe ich jetzt auf dem Tisch stehen lassen, weil ich so ein Fuchs bin. Kann ich auf jeden Fall jedem nur empfehlen, weil gut, es kommt nicht so oft vor, dass man mal, dass der Strom ausfällt, aber gelegentlich geht man ja auch mal raus. Da ist ja auch manchmal abends so kein Licht oder so. Ja, wie auch immer. Also, anstatt eine normale Taschenlampe würde ich mir auf jeden Fall so ein Ding hinlegen. Ich werde euch das Teil auf jeden Fall, ich habe es jetzt schon super oft auf jeden Fall gesagt, ich werde erstmal einen Schluck Kaffee nehmen. Es ist ja auch schon spät abends. Ich werde euch das Teil versuchen zu verlinken. Ich weiß nicht so genau, wo ich die gekauft habe. Aber ich gebe mir Mühe, weil da ist jetzt leider auch steht kein Anbieter drauf. Die habe ich jetzt auch schon ein paar Jahre erst zweimal benutzt. Ja. Lasst mir einfach mal so einen Daumen da, wenn ihr das wollt. Oder ein Like. Oder abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann. Ciao.